Ich hol mal kurz aus. Vor vielen, vielen Jahren sind wir aus dem TV-Sektor verschwunden, also größtenteils Menschen, die das gerade sehen, weil sie diese Art von Content nicht mehr gucken wollten. Und das ist gar nicht mal so lange her. Lass das mal so 15 Jahre sein. 15. Und dann kamen so kreative Sachen wie eine Katze, die umgefallen ist. Das war ein witziges Video. Dann haben Leute Parodien gemacht. Das waren witzige Videos. Und das diente der Flucht der Realität, der Freizeit. Dann hat sich das Fernsehen dahin entwickelt, dass sich Menschen am Vormittag andere Menschen angeguckt haben, wie sie mit ihrem Leben strugglen. Dann haben irgendwann Menschen rausgefunden, dass das alles Fake ist und gestellte Sachen sind, weil der Fernsehsender sich gedacht hat, hey, das zieht bei Menschen, weil die sich das angucken, damit sie sich besser fühlen. Hat super funktioniert, haben sich super viele Menschen angesehen. Und dann hat sich eine Gruppe kristallisiert, die ins Internet gegangen ist. Und da kamen allerhand Sachen raus. Da haben sich total viele Gruppen zusammengefunden, die endlich ihre Hobbys frönen konnten. Beispielsweise gab es dann die ersten Let's Player, die sich hingesetzt haben und Games durchgespielt haben, weil sich Leute in ihrer Freizeit gedacht haben, geil, ey, mir eine 25-Minuten-Folge reinziehen, wie jemand beispielsweise bei Minecraft super krasse Sachen gebaut hat, das holt mich ab. Das ist meine Realität so. Das finde ich fetzig. Und dann sind wir irgendwann zu einem Punkt gekommen, vor vielen Jahren, wo alles immer krasser werden musste und Menschen dann irgendwelche komischen Pranks gemacht haben, irgendwelche Koffer hingestellt haben, dafür angezeigt wurden und vor Gericht gekommen sind, weil man nur noch so Reichweite generiert hat und Aufmerksamkeit, weil irgendwann verschwindet man in der Versenkung mit standardmäßigem Content. Dann sind wir in das Zeitalter gekommen, in dem wir uns heute bewegen, wo jeder Hinz und jeder Kunst zu jedem Scheiß irgendwas sagen muss. Und auch mittlerweile die Zuschauerschaft erwartet, dass jeder Hinz und jeder Kunst zu jedem Scheiß etwas sagen muss. Sich aber niemand darüber Gedanken macht, dass eventuell der ein oder andere vielleicht doch nichts dazu sagen sollte. Weil nicht jeder dazu eine qualifizierte Meinung hat und nicht jeder in diesen Themen drin steckt. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir nach all den Jahren es geschafft haben, dass das Internet wie das Fernsehen ist, aus dem wir damals geflüchtet sind. Weil es geht am Ende nicht mehr darum, den coolen und krassen Content zu machen. Es geht nur noch darum, am meisten Traktion zu generieren und am meisten Reichweite zu generieren. Und so kritisieren sich Menschen, und das müsst ihr euch durch den Kopf gehen lassen, so kritisieren sich Menschen öffentlich, die eine fucking Telefonnummer von dem anderen Menschen im Telefonbuch haben und ihn einfach anrufen könnten. Und sagen, hey, wollen wir vielleicht einen Kaffee trinken und uns unterhalten? So wie das Menschen so tun. Im realen Leben, wenn man Differenzen hat. Jetzt kommt ein Zuschauer zu mir und sagt, ich soll zu etwas was sagen oder wir sollen uns über eine Thematik unterhalten, die für die Allgemeinheit vielleicht nicht unbedingt irrelevant ist, die meisten Menschen aber gar nicht interessiert, weil sie in dieser Bubble nicht drin sind. Weil Menschen konsumieren Content zum Großteil, um aus ihrem Alltag zu fliehen. Was wir jetzt aber gerade machen ist, wir geben Menschen als Content Creatern den Alltag mit. Und es ist so weit, dass es einfach nur eine Klatsch- und Tratsch-Zeitung ist, die Content produziert. Und ich sag's, wie es ist, mit meinen fast 40 Jahren, ich weigere mich, eine Klatsch- und Tratsch-Zeitung zu sein. Weil ich weitaus andere Dinge zu tun habe, als mich in meiner Freizeit hinzusetzen und mir sinnlose Unterhaltungen, die zu nichts führen, reinzuziehen, um meine kostbare Zeit und Lebenszeit, die ich noch habe, bis ich irgendwann mal sterbe, mit so etwas zu verschwenden. Und dann gucke ich mir lieber ein Katzenvideo an oder generell Katzenvideos an, um aus meiner Realität zu fliehen, um meinen inneren Frieden zu finden, um ein vernünftiges Leben zu führen. Und ob die sich jetzt alle gegenseitig ankacken oder nicht, dazu muss man keine Stellung beziehen. Und es ist auch überhaupt nicht sinnvoll, dort zu Stellung zu beziehen. Denn es hat keinen Mehrwert, weil auch hier Menschen vergessen haben und die Fähigkeit verloren haben, sich vernünftig und ordentlich darüber zu unterhalten. Ihr müsst euch mal nur durch den Kopf gehen lassen, dass manche Content Creator sich nur noch über Reactions unterhalten. Sie unterhalten sich über Reactions, setzen sich aber gleichzeitig so hin, dass sie anderen Menschen etwas beibringen wollen.
Und jetzt frage ich mich als erwachsener Mensch, und das ist ein kritischer Satz, wie kann ich jemanden ernst nehmen, der sich ein Video von jemand anderem ansieht, der mir etwas beibringen möchte, wenn er selber nicht mal die Fähigkeit hat, sich mit Konflikten vernünftig auseinanderzusetzen, indem man ein Gespräch führt, wo am Ende offensichtlich es nur darum geht, Traktion aufzubauen, die Menschheit immer weiter zu spalten, indem man Menschen auf seine Seite zieht und dadurch Klicks generiert. Nein, ich möchte über solche Themen nicht reden. Nicht, weil sie irrelevant sind, sondern weil ich nichts dazu beizutragen habe, was sinnvoll wäre. Ich habe dazu nichts Sinnvolles beizutragen und ich möchte dort auch keine Seite beziehen, aufgrund der Tatsache, weil ich dazu nichts weiß. Und wenn ich nichts weiß, dann halte ich meine Schnauze. Und ich werde darüber auch nichts wissen, weil ich mir dazu nichts ansehen werde, weil ich es nicht für gut befinde, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, denn es gibt Themen, die weitaus wichtiger sind als das, was Content Creator XYZ mit Person A, B und C für einen Much am Stissel haben und die sich gegenseitig beefen. Ist nicht meine Welt, wird nicht meine Welt sein und wird auch nicht passieren. Also nein, ich möchte dazu nichts sagen. Danke.